Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, es wird sich schon denken können, was los ist. Richtig. Ich plane heute eine Übernachtung. Und zwar auf meinem Hausbergerl herum einmal wieder bei der Feuerstelle. Hab der eine Woche überlegt, ob ich in meinen alten Lagerplatz gehe oder da hergehe. Und ich habe mich für da entschieden. Ja, in den Augenblick ist es eigentlich schon 7:30. Wir haben eigentlich noch 1,5 Stunden hell. Und dann wird es finster und die Gößen sind schon lästig. Gut, ich richte mir mal alles her, störe mir mein Thermosel alles auf, sprühe mir ein bisschen ein und dann hänge ich wieder dazu. Mache ich zuerst einmal mein Lager fix fertig. Ja, Freunde, das ist halt mein Setup. Mein kleines Helikontex Small. Und ja, Sagiertopplane, eine 0815 Luftmatratzen. Und ein 0815 Schlafsack, das müsste reichen. Hab da wieder ein Ritschlein gespannt und zeige euch das hinten noch. Da ist, habe ich heute was entdeckt, ist mir sowas gar reingefallen. Das macht sich recht gut. Ich habe da nämlich verdammt viel Platz. Zeige euch gleich einmal, warum das so ist. Ja, hat man wirklich Platz ohne Ende. Ja, das Ganze war heute in meiner Stuben drin. 13,6 Kilowatt. Ja, jetzt ist so ein Nachtlager steht. Und jetzt gehen wir zum Mittel hinterüber. Jawohl. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt da eh schon viel rein. Haben wir da schon alles hergerichtet, ausgebrannt. Ich habe mein T-Shirt auch mit. Und mein kleines Laternerl dabei, heute nicht die Schweizer. Ich habe heute extra geschaut, dass ich nicht weiß, gut wie viel Gewicht mit sah. Habe wirklich nur das Notwendigste dabei. Diätpfandl, habe auch mein Pico-Grill mit. Werde wahrscheinlich befeuern, weil beim Auffahrt habe ich nämlich ein ganzes Sackel voll Kiefernzapfen schon gesammelt. Und da kann ich dann nachher was brutzeln. Zeige. Ja, wie gesagt, mein Ascari-Tischerl ist wieder dabei. Die Nano-Presse ist wieder dabei. Und mein erstes Spielzeug. Nein, das kennt ihr eh schon alle, X-Boil. Aber ich habe den Leo angeschrieben, ob er mir nicht so einen kleinen schicken kann, diesen 75 bis 85 für meine 420 Milliliter Tassen. Und da ist das Teil. Das ist ein Wahnsinn. Urgeil, da passt die natürlich super drauf. Reicht mir vollkommen. Ja, das passt schon perfekt da. Wegschütten und jetzt fangen wir an zum Pressen. Kann ich nur eins sagen, extrem geil, riecht gut, ist eine Vanille. Ja, aber trotzdem, ich vergieße nicht auf euch. Krankensaison, werdet ihr mal gesund und meine Gesunden werdet ihr mal nicht krank. Prost an alle. Herrlich. Einfach nur super, kann ich nur sagen. Einfach nur super. Da ist die Kapsel jetzt natürlich untergestochen und oben. Ein bisschen auswaschen das Ganze. Ja, ich habe heute 2x 750 Milliliter Wasser dabei. Mehr habe ich gar nicht mitgenommen. Aber war zum Essen auf alle Fälle ein Dosel. Ein zweites habe ich auch noch mit. Sollte das eigentlich reichen.
Ach. Gigantisch. Das geht auch wie eins. Ja, es ist in der Zwischenzeit schon finster geworden, es ist 9:30 Uhr. Und ich habe mir da schon mal alles hergekriegt. Werden wir jetzt einmal meine Lampe anzünden. Mein Kerzel. Passt. Ja, ich habe sonst eh noch ein paar Lichteln habe ich auch mit. Da werden wir es dann noch ein paar auftragen. Da habe ich so eins, das war dabei bei der Isomatten. Auch nicht so schlecht, finde ich. Kann man unten am Fuß da draufklippen. Brauche ich aber nicht. Ich denke, so ist es gescheiter. Ja, ich glaube, ich werde jetzt einmal anfangen zum Kochen, weil schon langsam habe ich einen Hunger. Es ist auch etwas kühler geworden. Wir haben schon nur mehr 18 Grad. Ja, wie gesagt, ich habe so Knacker mit, die habe ich mir schon aufgeschnitten und eingeschnitten. Erdäpfel habe ich mir aufgeschnitten. Ein paar Paprika. Radieschen, Frühlingszwiebel. Ja, ich denke, ich werde den Hobel jetzt einmal anwerfen. Dann schauen wir mal, wie wir das machen. So. Wartebett, getränkt in Wachs, ja, die sind alle schön offen, die werden super gut ziehen, schätze ich. Mhm. Der brennt schon schön. Die riechen gut. Herrlich. Sehr gut. Ja, ein bisschen Holz habe ich mir auch noch gemacht. Jetzt hast du gesehen, ist einmal dumm gekugelt, ein bisschen was habe ich mir noch gemacht. Und ja, passt schon so. Ja, da ist es auch gleich viel angenehmer. Da hinten schreit irgendwas. Irgendein Vogel wahrscheinlich. So, jetzt lasse ich das ein bisschen runterbrennen. Dann werden wir schauen, dass ich ein paar Erdäpfel draufbringe. Das ist gut, 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 gut. Ja, auch nicht mehr. Dann werden wir mal eine Wurstel drauflegen. Ja, wenn man es sagt, schaut schon sehr gut aus. Ja, jetzt habe ich schon Hunger. Also dann, Mahlzeit. Extrem geil.
ihr Freunde, ich mache euch jetzt keinen langen Hals, sondern, komm her, zieh den. Ich werde das jetzt in Ruhe essen. Und dann hänge ich wieder dazu. Ich muss da dauernd schauen auf das, was im Fall liegt. Noch ein bisschen da. Ein bisschen verbrennen. Endliche Stimmung. Ja, Stern kommen raus. Ja, Essen war super, da gibt's gar nichts, wahr. Alla Bonheur, ein Träumchen quasi. Jetzt haben wir mal. Ich hab gesagt, ein bisschen was abwischen. Ja, so ein Pferdl. Macht schon da ist Stimmung. Aber jetzt ist es aus. Jetzt mache ich nichts mehr. Das war das Letzte. Ja, jetzt habe ich leider zu spät auftrat. Ist gerade ein Schuss gefallen. Keine Ahnung. Das halt da natürlich überall. Keine Ahnung, wie weit der Weg war. Ist jetzt weiter. Gut, Hobo habe ich jetzt einmal ausgehört. Was ich da jetzt noch ein bisschen die Aschen verteilt. Lösche ich da natürlich auch. Wir haben es jetzt Viertel zwölf vorbei. Jetzt warte ich noch eine Viertelstunde, bis die Aschen da wirklich fast aus ist. Und dann haue ich noch mehr Wasser drüber. Ja, und jetzt gehen wir mal ab in die Heuer. So, da alles hergerichtet. Werden wir noch aufmachen. Ja, Freunde, ich liege in meiner Kemenate. Ja, fühle mich müde. Im Augenblick haben wir es kurz nach über 12. Es ist eigentlich Zeit zum Schlafen gehen. Und ich sage einmal gutes Nächtli und wir sehen uns dann morgen in der Früh. Schlafsack damit überwerfen, ein bisschen auslüften lassen. So, Kaffee ist fertig. Guten Morgen. Ja, ma, am feinsten würde ich mal sagen. Ja, war wieder mal ein Top-Nachtel in einer Traumkulisse. Ja, die Sonne werden wir nicht sehen, dass es aufgeht, weil die ist hinterm Berg. Da sehen wir gar nichts. Ich habe schon mal alles abgebaut. Passt schon so, jetzt liege ich noch alles zusammen. Aber da braucht es mir nicht zuschauen, das wisst ihr, wie das geht. So, Platzl ist sauber. Alles putzt, alles weggeräumt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir schon langsam heim. Ja, da habe ich auch alles putzt. Passt, viert gut, Platzl, gehen wir. Ja, und jetzt sind wir schon Weg retour, runter zum Auto. Ja, wie spät haben wir es eigentlich? 6.30 Uhr, also bin ich um 7 Uhr daheim. Also, gehen wir weiter.
Ja, kleines Resümee. War relativ schön. Geschlafen habe ich nicht so gut. Und ja, zu meinen Fellrefenstuben muss ich sagen, mit 14 Kilo ist das alles andere. Nur kein Spaß nicht, den zum Tragen. Ich meine, jetzt ist er leichter, aber für solche Touren mit dem Gepäck ist das nicht geeignet. Beim nächsten Mal ist wieder mein Solo-Jagd dabei, auf alle Fälle. So, gehen wir weiter. So Freunde, das war's. Da hinten steht eh schon die Droschke. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sag Servus die Malen und pfiat euch die Buben.